Ja, wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben. So nochmal mit dem Leiter der Aerodynamik zu verlängern. Scheiße, geht nicht. Ah, belastend. Ja, dann machen wir jetzt den zweiten Tag. Es ist nicht mehr dein erster Tag. Wir bringen dich im Handumdrehen auf den neuesten Stand. So verbringst du deine Tage, bis es Zeit für das Rennen ist, das du in der Liste der bevorstehenden Events sehen kannst. Es ist gut, wenn man es sich zur Gewohnheit macht, diese Liste regelmäßig zu überprüfen. Ja. Sehen wir uns einmal an, was heute erledigt werden muss. Du hast eine Benachrichtigung in der oberen Ecke. Da wartet eine wichtige E-Mail auf eine Antwort. Also solltest du deinen Posteingang überprüfen, wenn du bereit bist. Ja, ich bin bereit. Sieht so aus, als hättest du einen Antrag zur Genehmigung eines Budgets erhalten. Der Großteil des Teambudgets wird zu Beginn der Saison vom Vorstand festgelegt, zuzüglich der Einnahmen aus dem Preisgeld der letzten Saison und etwaigen zusätzlichen Sponsoring-Einnahmen, die wir verdienen. Ja. Party machen. Ja. Na gut, ja. Macht mal. Ich denke, das ist eine gute Entscheidung. Das sollte das Team auf jeden Fall bei Laune halten. Die 10.000 kann man ruhig mal zahlen. Da dies nun erledigt ist, können wir uns auf unseren ersten großen Preis der Saison konzentrieren. Bis zum Rennwochenende sind es noch ein paar Tage hin. Mach also einfach weiter, wenn du bereit bist. Ich wollte hier noch mal gucken, die anderen Benachrichtigungen. Ja. Ich habe mir das jetzt nicht durchgelesen, ist mir auch scheißegal. Alter, was ist denn das? Ich muss mal kurz hier das abnehmen zum Laden. Huch, das ist ein bisschen laut, egal. Ach, Mann. Ne, das ist doch nichts. Was soll ich da machen? Hast du selber gemacht, super. Ja. Kann ich jetzt verlängern mit dem? Nein, das habe ich schon mal sehr hart verkackt. Der Renntag rückt immer näher. Mach einfach weiterhin alles, was nötig ist. In Zukunft wirst du diese Tätigkeiten selbst vorantreiben wollen, um sicherzustellen, dass sich unser Team stetig entwickelt und verbessert. Ja, wir haben nur einen Frontflügel. Wie gut ist der? Keine Ahnung. Finde ich auch gut. Ach, hallo, Diego Tondi. Ja. Was? Performance, ja. Sind wir da jetzt besser oder schlechter? Ja. Also da hat sich jetzt nichts verbessert, oder was? Glaub nicht. Wir haben jetzt 8. Frage ist. Um jetzt ein Projekt zu beginnen, musst du Geld und Entwicklungszeit investieren. Du kannst unsere Autokonstruktionen über ihre jetzige Leistung hinaus verbessern. Ja. Ist er nur von Leclerc da? 6 im Lager. Oder auch von Sainz. Ja, sind für beide Autos. Sind wir aber gleich, okay. Außer Motor, das ist beide unterschiedlich. Naja. Es gibt drei verschiedene Arten. Das weiß ich doch schon. Wir haben 4 Unterböden, 4 Seitenkästen. Ich mach mal noch 2 neue. Könnte gut fallen. Schnell normal. Wir lassen es normal. Ist nicht so wichtig. Perfekt. Arbeitsschritte zu erledigen, bevor wir loslegen können. Im Posteingang findest du den Vorbericht zum Rennen an diesem Wochenende. Ja. Eine Aufhängung, geil.
ein Bereich zur Rennvorbereitung, wo du das Team auf das kommende Wochenende einstimmst. Außerdem findest du hier alle Informationen zu der Strecke, auf der wir fahren. Okay. Eine Sache, die du vor jedem Rennwochenende immer erledigen musst, ist unsere Leistungsziele festzulegen. Diese helfen uns dabei, mehr potenzielle Belohnungen für das Team zu generieren. Ja. Hier sind die Leistungsziele für das kommende Wochenende. Wenn wir diese erfüllen, erzielen wir zusätzliche Einnahmen. Das ist gut. Anreiz der Nebenwochenende setzen dir die Teamsponsoren Ziele, um zusätzlich Geld zu verdienen. Das ist nice. Sponsoren werden dir immer Anreize bieten, die das Team finanziell belohnen, wenn wir sie erreichen. Garantien. Du kannst auch Garantien hinzufügen. Garantien mindern zwar die Grundbezahlung für ein Rennwochenende. Bonus für ihre Erfüllung übersteigt aber die Minderung. Garantien sind zwar risikobehaftet, können aber beim Erreichen große Belohnungen einbringen. Zielarten. Leistungsziele gelten entweder für das Qualifying, das Rennen selbst oder für Glückssträhnen. Glückssträhnenziele gelten für eine bestimmte Anzahl Rennen, über welche die Glückssträhne aufrechterhalten werden muss. Sieht so aus, als hätten wir sowohl für das Qualifying als auch für das Rennen Anreize. Wenn wir diese Ziele erreichen, bekommen wir eine zusätzliche Auszahlung. Und es kostet das Team nichts, wenn wir sie nicht erreichen. Das finde ich gut. Du kannst auch Ziele hinzufügen und unseren Sponsoren Garantien anbieten. Das ist riskant, da uns ein möglicher finanzieller Verlust droht, wenn wir sie nicht erfüllen. Aber falls wir es durchziehen, erhalten wir eine viel größere Belohnung. Okay, wenn du für dieses Wochenende eine Garantie anbieten und die potenziellen Belohnungen des Teams erhöhen möchtest, ist jetzt deine Chance. Okay. Garantie. Ich sehe, du magst die Herausforderung. Es könnte schwierig sein, aber die mögliche Belohnung ist definitiv ein Grund dafür. Seien wir während des Rennens vorsichtig. Wir wollen unsere Sponsoren nicht im Stich lassen. Okay, wir sind hier fertig. Gehen wir zurück. Was ist jetzt das hier noch? Können wir doch beides machen, oder nicht? Ja, Rang 3. Ich habe Angst, dass Red Bull uns da wegfährt, aber Leclerc oder Sainz sollten mindestens Dritter werden. Ich meine, Mercedes ist deutlich hinter uns. Red Bull sind die einzigen, die überholen könnten. Ja, 100.000. Wir schaffen es doch beide in Q2, also wäre traurig, wenn wir es nicht schaffen. Am Ende des Rennens sei auch mal. Ah, oder? Ich gehe vorsichtig Platz 5. Auch wenn es besser sein wird. Boah, das gibt Fettkohle, Alter. Fünf Rennen und immer Vierter werden. Oder immer Fünfter. Nee, immer Vierter werden in 5 Rennen. Nochmal fette Belohnung. Mit einem Fahrer. Das ist ganz wichtig. Finde ich gut, so. So, wir haben 8 rote, 3 gelbe und 2 harte. Okay. Wetter ist okay. Streckenabrieb hoch. Safety Car fast 100%. 25 Sekunden Boxengasse. Ja, 57 Runden, okay. Der S-Zone ist auch in Ordnung. Highspeed ist. Wobei, Kurve ist mittlere ganz wichtig. Oh, und Beschleunigung auch. Haben wir alles gut. Ganz hier Virtual Safety Car nicht. Ah, nee, nicht! 2 gab's schon. In einem Rennen. Ne, 1. Doch in einem Rennen 2-mal. Okay. Ja. Warte, Strategien. Ich würde mal sagen, wir machen dieses. Mach mal weich, mittel, hart. Weich, oder? Ja. Das ist ja hier richtig geil für Strategen. 12 bis 16 Runden.
Beim letzten Mal ist Leclerc 6. Sainz 8. geworden. Okay. Vettel hat es auch mal gewonnen. Das ist gut. Antrieb. Ach so, hier sind die wichtigen Teile, wenn. Oder Strafen, wenn man das nicht einhält. Wichtige E-Mail. Und Frontflügel war fertig geworden. Du hast alles getan, was nötig ist, und das Team kann es kaum erwarten, loszulegen. Es ist Zeit für das erste Rennen der Saison. Wenn du möchtest, kannst du dir noch mehr Zeit nehmen, um dich umzusehen. Wenn du bereit bist, können wir loslegen. Ich finde es lustig, Leclerc hat einfach den schlechteren Renningenieur. Wird aber nochmal. Das ist die bessere? Die bessere hier. 3 im Lager. Besser. Immer gut. Tolle Arbeit. Das ist die neue Aufhängung. Wenn du weitere Exemplare dieses Entwurfs anfertigen lassen möchtest, kannst du das von hier aus tun. Denke nur an die von der F1 vorgeschriebene Ausgabendeckelung. Das ist die offizielle Grenze für das Autoentwicklungs- und Verbesserungsbudget jeder Saison. Ja, wir haben jetzt ordentlich verbessert. Ein bisschen was, ganz wenig, aber Scheiße, er will immer noch nicht. Ne, warte mal, wann das jetzt? Der hat mich doch angeschrieben, bis losgeht. Ach hier. Ach so. Kann jetzt zum Rennen noch am Ende. Mein erstes Rennen. Okay, wie machen wir das? Willkommen auf dem F1 Archipel. Bahrain mag vielleicht klein sein, aber auf den Tribünen herrscht gerade riesige Stimmung. So oder so, es ist Zeit für ein weiteres fantastisches Grand Prix-Rennwochenende. Der Bahrain International Circuit ist eine anspruchsvolle Strecke. In den engen Kurven müssen die Autos weit runterschalten. Da bergab gebremst werden muss, könnten die Räder blockieren. Dieses Risiko müssen die Fahrer in den Griff bekommen. Konzentration und Balance sind hier für den Sieg nötig. Die Saison hat gerade erst begonnen, aber das bedeutet nicht, dass man sich zurücklehnen und entspannen kann. Alles steht auf dem Spiel und nichts ist in dieser Phase sicher. Ist das Leclerc? Ja. Bleiben Sie unser Auto. Denn wir fangen gerade erst an. Haben wir ja Glück, dass sie überhaupt uns zeigen. Schön, dich wiederzusehen. Willkommen zu deinem ersten Rennwochenende mit dem Team. Es ist Freitag, also starten wir wie gewohnt mit dem freien Training 1. Okay. 360-minütige, ach du Scheiße. Autoteil, ja. Qualifying, geil. Und Rennen. 60 Minuten Training. Ach du Scheiße. Haben wir ja hier schon alles eingestellt. Hier drüben ist unser Bereich zur Rennvorbereitung. Hier kannst du alle nötigen Änderungen für die anstehende Trainingssession vornehmen. Mhm. Du kannst dich darauf verlassen, dass das Team die Autos bereits für das Training vorbereitet hat. Wenn du bereit bist, können wir mit der Trainingssession weitermachen. Ja. Weiter auf Soft. Seid beide bereit. Fahrerposition. Tempo, Pasta. Ja, ist. What the fuck? Das kann man ja alles einstellen. What the fuck? Das sagst du mir alles hoffentlich. Wochenenden kannst du entscheiden, ob du die Trainingssession selbst leiten willst oder ob du die Kontrolle deinem Team überträgst. Da es dein erstes Rennwochenende ist, solltest du das Team die Trainingssessions leiten lassen. Okay. Ja, im Training sind wir hoffentlich gut. Wie in echt derzeit in Belgien. Sainz ist im ersten Training erster gewesen, Leclerc zweiter, Max dritter. Aber weiter. Im zweiten ist gerade Verstappen erster. Das Training ist beendet. Leclerc zweiter.
Loris Dritter. Die auf Punkte im morgigen Rennen hoffen, ist das Qualifying eine großartige Gelegenheit, die Konkurrenz zu überflügeln. Egal, ob ein Fahrer normalerweise Spitzenreiter oder Nachzügler ist, jeder Gewinn heute verschafft ihm mit Sicherheit einen Vorteil im Rennen. Schnallen Sie sich an, das ist die F1. Jetzt geht's los. Das ist schlecht. Das ist... Wobei? eine tausendste Sekunde wird's mich verarschen. Aber Sainz ist zum Glück besser als Perez. Bottas war auch gut. Sonst... George Russell hat vielleicht ein bisschen enttäuscht. Wo ist Mick? 16. Naja. Naja. Ein bisschen weiter hinter Kevin, aber egal. Unserer Fahrer zu optimieren, lässt sie das Team während des Trainings an drei Zielen arbeiten. Streckeneingewöhnung, Autoteilkenntnis und Autosetup. Wenn du die Session selbst verwaltest, erzielst du am restlichen Wochenende vielleicht sogar eine bessere Leistung mit den Fahrern. Ja, ich meine, Leclerc war ein bisschen besser im Setup. Sonst sind eigentlich alle beide gleich so. Na dann? Gut, Zeit fürs Qualifying. Unsere Ergebnisse hier entscheiden darüber, wo wir beim Rennen am Sonntag in der Startaufstellung stehen. Okay. Das Qualifying geht über 3 K.O.-Runden. Und nur die schnellsten Fahrer kommen jedes Mal weiter. Ja, kenne ich. Leclerc, Mann. Verstappen war immer der schnellste. Warum? Okay. Soll ich das noch verändern? Nein. Ach, das verändert alles. Scheiße. Das lasse ich lieber alles so. Und du, wie sieht's bei dir aus? Das weißt du da nicht, ey. Das ist so belastend, egal. Wir sind bereit. Wie beim Training kann das Team auch das Qualifying für dich übernehmen, wenn du das möchtest. Aber übernimm doch diese Runde, nur um sicherzugehen, dass du dich gut dabei fühlst, bevor es mit dem Renntag losgeht. Ja. Endlich auf die Strecke. Ja. Unsere Fahrer müssen ihre schnellstmöglichen Rundenzeiten erzielen, damit wir in die nächste Qualifying-Runde einziehen können. Die 5 langsamsten Autos nehmen nicht mehr an der restlichen Session teil. Ja, ich weiß. Behalte unbedingt die verbleibende Zeit im Auge. Das Zeitlimit für die Qualifying-Runden erhöht den Druck wirklich. Mhm. Also gut. Schicken wir ein Auto für seine erste Runde auf die Strecke. Mal sehen, wie es läuft. Let's go, Leclerc. Ein Radio check, Carlos. Can you hear me? Ja, all good. Great night. Okay, ich glaube, wer war denn das? Vettel? War das Vettel? Ich weiß es nicht. Doch, es ist Vettel, okay. Wir können... Schick mal Sainz auch noch raus. Jedes Auto ist mit einer Reihe von Bordkameras ausgestattet, sodass du das Geschehen hautnah miterleben kannst. Ja. Wenn du möchtest, kannst du auch die Kartenansicht verwenden. Sie gibt dir einen guten Überblick über die gesamte Strecke und alle Autos. Ja, ich sehe sie aber hier rechts, die Strecke. Denk daran, dass du während der gesamten Session 2 Fahrer verwaltest. Also behalte beide im Auge. Huch, ja, mache ich. Achso, das ist Pause. Ah, geil. Okay, Leclerc ist da, Sainz ist da. Das ist Sainz. Oder? Nee, warte mal. Kann auch die anderen beobachten. Wie geil ist das denn? Outlap.
Oh Gott. Nee, der soll das mal schön alleine machen. Kann ja die zweite Runde bei ihm mal anschauen. Hauptsache, er macht keine Unfälle. Naja, bisher sieht es ja noch gut aus. Machen wir ein bisschen schneller. Ach, da muss ich sogar hier gucken. Okay. Wie lange geht das Rennen noch? Das ist eine respektable Zeit für eine fliegende Runde. Behalte während der Session die Rangliste im Auge und versuche die Fahrer aus der K.O.-Zone herauszuhalten. Ja. Damit ist dieser Qualifying-Lauf beendet. Also kehrt der Fahrer jetzt an die Box zurück. Ich weiß, dass an einem Rennwochenende alles so schnell geht. Aber wenn du mal durchschnaufen willst, kannst du, solange du willst, eine Pause einlegen. Oder wenn es dir nicht schnell genug geht, kannst du ein bisschen Gas geben. Habe ich schon gemacht. Danke. Ach du Scheiße. Probier's mal. Benötigt ein Fahrer für kurze Zeit einen zusätzlichen Leistungsschub, kann er seine ERS-Strategie anpassen und die vorhandene Batterieladung nutzen. Okay. Naja, Bremsenergie. Batterie gespeichert, Leistung des Autos steigern. Gespeichert finde ich gut. Ja, ja. Es gibt drei ERS-Strategien, die mehr Energie abgeben, als sie aufnehmen. Aber jede setzt Energie in einem anderen Bereich ein. Überholen und verteidigen eignen sich am besten, um sich vor Autos zu platzieren oder sie hinter sich zu halten. Bereitstellen ist die schnellste verfügbare Strategie. Die sehe ich hier nicht, aber egal. Energierückgewinnung wird dem Aufladen der Batterie Vorrang vor dem Energieverbrauch für die Leistung geben. Neutral hält die aktuelle Batterieladung über eine Runde aufrecht, was ein gutes Gleichgewicht zwischen Energieeinsatz und Energiegewinnung ergibt. Okay. Anweisungen zum Kraftstoff lassen die Fahrer den Kraftstoffverbrauch ihrer Autos anpassen. Ja. Ja, wir brauchen Kraftstoff. Ja, wenn es weg ist, dann ausfallen. An der Betankung, was? Ach so, ich dachte schon, ich darf nicht mehr nachtanken. Oh, das ist ja kritisch. Behalte nur den restlichen Kraftstoff im Auge. Wenn er ausgeht, scheidet das Auto unweigerlich aus. Das ist schlecht. Wenn du das Tempo im Griff hast, wirkt sich das auch auf die Reifentemperatur und den Verschleiß des Autos aus. Mhm. Wird wahrscheinlich die ganze Zeit Standard oder aggressiv machen. Aber Ferrari ist sowieso gut im Reifenmanagement. Behalte bei beiden Autos den Zustand der Reifen im Auge. Mit der Zeit verschlechtert sich der Reifenzustand. Sie verlieren Grip und Leistung und das führt letztendlich zu Reifenschäden und zum Ausfall deines Autos. Das wäre schlecht. Ah, hier kann man nochmal alles sehen. Sieht alles gut aus, würde ich sagen. Wo ich keine Ahnung habe. Okay. Ja. Was? Warum? Motor hat noch 93, willst du mich verarschen? Okay. Ah, keine Ahnung. Vettel mit einer ganz schlechten Zeit. Verstappen ist deutlich hinter uns, das finde ich gut. Ja, Leclerc fährt eh langsam zur Box rein jetzt. Sainz auch deutlich hinter uns. Wie schnell kann ich in 16? Okay. Unser Fahrer ist wieder in der Box.
Du musst das Auto neu konfigurieren, bevor wir ihn wieder hinausschicken können. Los, sehen wir uns das an. Okay. Das Team wird dafür sorgen, dass der Rennplan aktualisiert wird und das Auftanken beinhaltet. Du musst also nur ein paar frische Reifen aufziehen. Ja. Hier siehst du alle an diesem Wochenende verfügbaren Reifenmischungen. Wenn du Änderungen vornimmst, dann beachte bitte sowohl den Zustand als auch die Mischung des ausgewählten Reifens. Ja. Köp, ja, sind nicht so lange zustellen, kann nicht immer bei 100% sein, geht auch irgendwann kaputt. Weich ist am schnellsten, aber mit kürzester Lebensdauer und Mitte ist gut. Gute Geschwindigkeit, gute Haltbarkeit. Und hart ist am längsten, aber langsam. Der Videos sind nur für Regensachen. Wir wollen im Qualifying maximale Leistung. Also lass uns eine frische, weiche Reifenmischung verwenden. Weiche Reifen sind bei trockenen Bedingungen am schnellsten. Bestätige die Konfiguration beim Team, wenn du zufrieden damit bist. Willst du mich verarschen? Ich brauche doch noch einen Satz für die letzte Runde des Qualifyings. Ich bleib bei der aktuellen. Bin doch nicht blöd. Muss ich jetzt die neuen nehmen? Bleib bei den alten. Diese Reifen würde ich nicht empfehlen. Bei diesen Bedingungen wäre ein frischer Satz weiche Reifen die beste Wahl. Aber das Auto ist bereit und kann auf dein Kommando wieder rausfahren. Es ist wahrscheinlich am besten, wenn wir vor dem Ende zumindest noch eine Runde absolvieren. Es sei denn, du bist hinsichtlich unserer Zeiten schon sehr zuversichtlich. Die will mich verarschen. Die hat keine Ahnung von Strategie. Also, ich habe jetzt noch zwei weitere frische Reifensätze. Kommen noch zwei Qualifying-Segmente. Also nehme ich doch einen frischen für die neuen Sachen, oder nicht? Wir haben im Training zu viel verballert. Die Strecke wird später mehr Grip haben, aber dafür wird auch mehr los sein. Es ist deine Entscheidung, wann du das Auto hinausschicken möchtest. Was auch immer uns zum Q2 bringt. Ja, wir sind derzeit gut. Also, du bleibst auch bei deinen alten. Du hast sogar noch 89, finde ich gut. Ich schick die nochmal kurz vorher los. Aber bisher sieht es ja gut aus. Die anderen sind teilweise 2 Sekunden hinter uns. Die schlechtesten. Ja, so wie es aussieht, wird Mick wahrscheinlich raus sein. Schade eigentlich, aber... Bei Williams ist noch langsamer. Warum ist Magnussen so gut? Ach komm, lass ich beide nochmal aus. Zu früh, oder? Ja, die anderen fahren jetzt erst. Boah, jetzt haben wir auf unserer Runde den ganzen Verkehr. Schmutz. Da hat sich wohl ein Wagen gedreht. Da ist die wieder. Oh, Verstappen. Hier sehen wir jetzt Max Verstappen. Sieh sich das einer an. Der Wagen gerät in Schleudern. Hat er Glück gehabt, dass niemand draufgefahren ist. Okay, wir sind Platz 1. Und Platz 2. Das ist doch super verlaufen. Wir sind im Q2. Gute Arbeit. Im Q2 kämpfen die schnellsten 15 Autos aus dem Q1 um nur 10 Plätze im Q3. Strengen wir uns noch mehr an für einen Platz im Q3. Ja. Latifi, Albon, Stroll, Vettel und Schumacher sind raus. Schade, Mick, aber Platz 16 ist okay. Magnussen ist 10. Wie ich ja nur mal gesagt habe. Und jetzt? Mach ich im Q2 weiter, ja? Wie? Achso, ich würde es gerade sagen. Okay. Es liegt bei dir, ob du die restlichen Qualifying-Runden leiten willst. Wenn du möchtest, kann das Team übernehmen und du kannst dich ganz auf das bevorstehende Rennen konzentrieren. Wenn ich das jetzt mache, kann ich Q3 machen, oder? Ich hoffe doch. Wie sieht's aus? Ja, wir sind weiter, passt schon. Gut, wer ist raus? Tsunoda, Norris, Ricardo, Ocon und Alonso. Ja, das ist mal eine Überraschung hier. Magnussen. Und welches andere? Ah, und Pierre Gasly, achso. Sonst von jedem Team noch jeder dabei. Das Q3 fahre ich selber. Ja. And radio check when you can. Radio check, okay.
Yes. Radio check, okay. Hä, warum habe ich jetzt auf einmal mehr? Egal. Schicken beide los. Erstmal eine ordentliche Runde schaffen. Okay. Claire deutlich vor Science. Okay, wieder an der Box. Ihr kriegt nochmal neue Reifen, dann für später. Muss auch den perfekten Zeitpunkt finden zum Rausschicken. Okay, wir sind vor Max, das ist gut. Paris ist deutlich abgeschlagen. Die fahren jetzt alle raus. Let's go, Leute. Na, schaffen wir es überhaupt noch? Ich begleite nachher mal Leclerc auf seiner Monsterrunde. In zweifachen Geschwindigkeit. Jetzt geht's los. Gelb. Oh. Sainz hat grün. Müssen wir aufpassen. Russell wird sich deutlich verbessern, denke ich mal. Warum ist denn das auf einmal lauter? Okay, Leclerc grün jetzt wieder. Sainz könnte die Führung übernehmen. Schuh ist schon mal Sechster. Siebter. Okay, wir haben die Pole, Leute. Wir haben die Pole. Nice. Hamilton kann, glaube ich, das nicht mehr schaffen. Oh, Sainz, Platz 3, echt jetzt? Schade, schade. Naja. Pole Position. Let's go, guys. Let's go. Erster und dritter. Wir sind zurück für einen weiteren Tag voller spannender F1-Action. Am Renntag. In den letzten Tagen hat Ferrari seine Fans absolut verzückt. Jetzt gilt es, die gute Startplatzierung auszunutzen und die Tifosi auch im Rennen zu verzücken. Ja. Red Bull war dieses Wochenende im Qualifying vielversprechend, aber werden sie ihrem Potenzial auch beim Erreichen der Ziellinie gerecht werden können? Nein. Wir haben hier heute Abend zwar einige Wolken, doch der Himmel ist überwiegend klar. Wird es so bleiben oder wird uns das Wetter Sand ins Getriebe streuen? Aber welches Team hat die perfekte Strategie für den Sieg beim heutigen großen Preis von Bahrain? Ferrari. Mit einem Doppelsieg. Für das Hauptereignis, den großen Preis von Bahrain. Das ist eine tolle Gelegenheit für uns, Frühpunkte zu sammeln. Bleiben wir weiter konzentriert und geben unser Bestes. Aber das kommt erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt ist so ein bisschen noch reinfinden, aber im nächsten Part geht es dann mit dem Rennen weiter. Ich sage jetzt erstmal ciao.